Michael Saub. Er ist Künstler, Musiker und Filmemacher und er wird diese unglaublichen Sphären von Daten uns in den Datenstaub entführen sozusagen mit seinem Vortrag Data Oblivion, das infossile Vergessen. Und vielleicht noch ein kurzer Satz zu Michaels Kunst. Also in seiner Kunst kommen Klang, Licht und Raum zusammen, um mit digitalen Medien choreografierte Installationen zu schaffen. Und dabei lädt er uns eben ein, über Medien, Technologien, deren Ressourcen und deren Politik nachzudenken. Also Michael, ich freue mich sehr, dich einführen zu dürfen. Und Jimmy, vielen Dank für deinen Einsatz. Und wir, genau, Bühnenübergabe. Danke, was eine charmante junge Person. Sehr, wirklich. Ich bin auch sehr glücklich, hier zu sein. Ich kann mir gerade keinen besseren Ort vorstellen. Wir wurden vor 3 Jahren eingeladen zur ersten Pochen-Biennale und haben Chemnitz gleich ins Herz geschlossen, als auch die Möglichkeiten, die es hier gibt, sozusagen. Benjamin bat mich nun, einen Vortrag, eine Rede über das Thema Daten zu halten, und zwar, ob es da eine spirituelle Komponente oder diese Art gibt. Ich finde, das ist mit die schwerste Frage, die man jemandem schenken kann. Danke. Ich habe mir überlegt, ich habe geschwitzt und ich habe mich entschlossen, euch mit auf eine Reise zu nehmen. Und die Reise beginnt auf dem Datenmeer, auf dem echten Meer. Und ich werde jetzt anhand von Arbeiten, die ich gemacht habe, euch auf diese Reise mitnehmen. Dauert etwa, wenn ich den Film nicht zu oft anhalte, etwa 25 Minuten. Und Jörg, ich möchte dich bitten, im Tandem sage ich manchmal, bitte Filmton runter oder so. Der Filmton kommt aus meinem Rechner. Wie jede gute Reise beginnt auch diese mit einem Sturm. Wir sind mittendrin im Jahr 1400, etwa 1500. An Bord die erste Hadron-Software auf dem Weg in eine neue Welt. Was könnte das sein? Es ist Gold. Zur Geschichte des Geldes. Es passt, es war jetzt zufällig, aber Karl Marx finde ich sehr gelungen, diesen Veranstaltungsort. Der Vortrag heißt Infossil. Was ist das? Weiß es jemand? Das sind die ersten Münzen der Welt, gefunden in China, 2600 Jahre alt. Keine runde Form, sondern die Form eines Werkzeuges fast, eine Zwischenform. Man kann sich vorstellen, das könnte man auch benutzen, um Löcher zu graben oder Selbstverteidigung auszuüben. Das ist so wunderlich, weil bisher wurde geglaubt, dass das erste Geld aus Griechenland oder auch der Türkei kommt. Überhaupt Geld. Welche Rolle übernimmt Geld? Der Mensch opfert Menschen. Um das sein zu lassen, fängt er an, Tiere zu opfern. Um das sein zu lassen, prägt er Tiere auf Münzen und opfert diese. Also ist im Geld von vornherein sehr viel vererbt an auch Schuld, sagen wir mal so, weil Menschen zu opfern ist schon eine große Sache. Wir gehen hier um die ganze Welt, wir sehen verschiedene Formen, sehr oft auch Menschen und Tiere. Das ändert sich, und abstrakte Formen. Ich finde diese abstrakte Form sehr interessant, weil es der Anfang von Software. Und warum das so ist, oder meiner Meinung nach so ist, möchte ich euch gleich erklären. Hier eine römische Münze gefunden in England.
So, das Geld rechts unten immer wird jetzt abstrakter. Und zwar, es war, die Germanen fingen an, abstrakte Muster auf Geld zu machen, was als brutalistisch praktisch verschrien war. Weil wenn du doch eine Person wiedergeben kannst auf Geld, warum nimmst du ein Kreuz? Das Kreuz ist hier interessant, ihr wisst, was es ist, ein religiöses Symbol, es ist aber mehr als das. Es ist auch eine Anleitung. Deswegen sage ich, die Hardware, das Geld, jetzt auf dem Weg aus der alten Welt in die neue, in der Realität Information schuf. Heute ist es genau andersrum. Information schafft Realität. Was bedeutet digital? Ihr wisst es mit dem Finger. Kommt etwa aus dem Jahr 1656. Etwa die gleiche Zeit, in der das Binärsystem entdeckt wurde. Es gab Vorläufer des Binärsystems, des Zweiersystems in Indien und vom Yijing, auch Hardware und Software. Du hast praktisch eine Hardware und eine Anleitung, was es denn bedeutet. Hier aus dem Besitz von Gottfried Leibniz, eine Darstellung des Yijings, 64 Hexagramme ist eine Zweierpotenz. Leipzig, 100 Jahre später. Welches Buch fand man unter dem Kopfkissen des soeben verstorbenen Herrn Bach? Es war De Arte Combinatoria von Gottfried Leibniz. Also er schrieb im Alter von 20 Jahren. Und in diesem Buch praktisch sagte, man soll alles Wissen der Welt, jede Vernunft der Welt zusammenfassen in eine Datenbank aus Farben, Zahlen und so weiter. Gleichzeitig erfindet er noch das Binärsystem. Guckt euch das sehr genau an. Die Einsen und Nullen, die aus alle Zahlen bilden, hier dargestellt. Wir schreiben das Jahr 1660. Er ist angetan von dieser Entdeckung, weil das Göttliche, die Zahl 7, lässt sich durch drei Einser darstellen. Und er schrieb dem chinesischen Kaiser, kein Scherz, wie toll das ist. Und sein ganzes System war eingefasst, habt ihr gesehen, ins Universum. Wir kennen das Binäre von der Zellteilung 1, 2, 4, 8. Es ist nicht ungewöhnlich in der Natur. Wir haben also hier eine begeisterte Entdeckung der Möglichkeiten von Gottfried Leibniz, was das betrifft. Jetzt, 333 Jahre später, eine Installation R111 von mir. Es erschien ein Artikel in Forbes, der sagte im Jahr 1999, the transformation from digital information. Und dann sagt er so etwa, du brauchst ein Kohlestück, um 200 Megabyte Daten herzustellen und zu transportieren und so weiter. Es wurde uns die Zukunft mit fiberoptischen Kabeln versprochen. Wir kriegen aber so dicke Stromkabel. Eigentlich kriegen wir beides. Das war in dem Artikel beschrieben. Wie das nun halt so ist, sind Artikel nie neutral, weil sie werden benutzt, um entweder Kohlekraftwerke zu bauen oder Atomkraftwerke. Also ist die Entscheidung, was man mit so einer Information anfängt, und sie ist richtig, das Internet verbraucht Strom, es wurde also schon zu der Zeit vor über 20 Jahren diskutiert, die Entscheidung ist ein Politikum. Wir haben das damals bearbeitet, und zwar du bist im Zentrum des vierdimensionalen Raumes, weil der IP-Raum, also zum Beispiel 0.0.0.0, ihr kennt das vielleicht zu Hause vom Router, 192.168.1.1, ist ein vierdimensionales Koordinatensystem. Und da drin brennt ein Feuer. R111 hat das dargestellt, dieses Feuer der Energie. Jeder Mensch läuft heute übers Wasser. Es ist nicht mehr etwas Besonderes, das zu tun. Das Wasser ist Silikonwasser noch dazu, weil der Computer besteht aus Silikon. Und es ist also praktisch sehr früh dargestellt, den Kreislauf der Information bis hin zu dem Moment, wo die Information in die Steckdose reingeht. Und was ist hinter der Steckdose? Eine sehr interessante Frage. Die führte mich dazu, das Nukleare, das Atomare an dieser Sache zu erforschen. Weil digitale Information besteht aus Elektronen. Ich möchte euch nicht langweilen mit solchen Dingen, aber
Diese Elektronen speichern diese Information und es benötigt immer Energie, so eine Information darzustellen und eine Menge Energie. Es war damals eigentlich schon absehbar, dass das die Grenze des Programmierers ist. Die Freiheit, die endlose Freiheit des Programmierens hört genau an dieser Adresse, an diesem Limit auf. Wie großzügig gehe ich mit Speichersachen um? Und inzwischen ist die Entscheidung, in der Programmierung irgendwo eine Null wegzulassen, kann irrsinnige Konsequenzen haben. Zum Beispiel Facebook, im Code von Facebook das meist benutzte Wort heißt String, also zum Beispiel Zeichen String. Also haben sie diesen String optimiert und einfach optimiert und Energie gespart und Geschwindigkeit. Gottfried Leibniz hat auch eine Rechenmaschine, eigentlich ein Vorläufer des ersten Computers, entwickelt und hat etwa nach heutigen Maßstäben 1 Million D-Mark, Euro etwa investiert in diese Rechenmaschine. Warum sind 8 Bits ein Byte? Es ist eigentlich analytisch ausgedrückt, weil ein Alphabet gut reinpasst. Es ist aber auch die Software. Diese Münze kann geteilt werden, nicht umverteilt, aber geteilt werden anhand dieser Kennlinien. Und es ist auch so tatsächlich, dass in Kalifornien 2 Bits ein Quarter sind. Also sagt, you've got 2 Bits oder ein Quarter. Ein Quarter ist ein Viertel Dollar. Ja, wo mir da auffiel, dass da ein Zusammenhang besteht. Das ist eine interessante Sache. Das Jahr 1895, sehr interessant in der Welt, weil das Unsichtbare tritt zuallererst durch Herrn Röntgen in unsere Welt mit Röntgenstrahlen. Das erste Röntgenbild ist der Finger von seiner Hand mit einem Ring. Das nächste ist der Dow Jones, genauso alt, aus diesem Jahr 1896. Und eine Sache mehr, Henry Becquerel entdeckt zufällig, genau wie Röntgenstrahlen zufällig entdeckt werden, zufällig die Radioaktivität, indem er mit einem Malteserkreuz ein Uranoxidsalz auf eine Fotoplatte legt und sich das Malteserkreuz abbildet als erste Radiographie. Man stellt sich das vor, führt mich jetzt in mein Dorf, weil das ist der Hochmeister des damaligen Ortes, die Burg Hohenzollern. Berlin wird jetzt bombardiert, Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist das Jahr 1943, das Kaiser-Wilhelm-Institut wird gebombt. Und die Herren Otto Hahn, Werner Heisenberg ziehen nach Hechingen, mein Geburtsort, und gehen nach Haigerloch in ihren Atomkeller, um zu forschen an dieser neuen Energie, um vielleicht eine Waffe drauf zu bauen, wie auch nicht, aber weil die Amerikaner das machen. Und es ist so, dass dieses Atomlabor in einer Höhle ist. Und über der Höhle steht eine Kirche. Was wir nun haben, ist die erste Höhlenzeichnung der Menschheit mit Radioisotopen an dieser Stelle. Und natürlich schwebt, gesehen von der Kirche über dem Reaktor, schwebt Jesus am Kreuz sozusagen. Eine sehr interessante, wer auch immer sich sowas ausdenkt, über Jahrhunderte hinweg, eine sehr interessante Konstellation, ist aus einem Film mit der Gruppe Laibach, den ich gemacht habe, der das behandelt. Wir haben jetzt also eine Verlagerung der Energie, die Information, die Daten trägt, ins Nukleare. Und damit auch beschreibt, wie Daten besser gespeichert werden können. Führt dann 3 Monate später zu Hiroshima. Und führt uns auf eine weitere Reise nach Tschernobyl im Jahr 2008. Mach mal bitte den Ton an von dem Video. Ist in Englisch, vielleicht rede ich drüber. Das Atomare gab es eigentlich gar nicht mehr 2008. Es war völlig uninteressant geworden und
Es gab also einen Wald, den Roten Wald, wo direkt die Strahlung als erstes verstrahlt wurde und der Wald ist wirklich rot auskristallisiert. Man stellt sich diesen infossilen Prozess vor, dass ein Also fahre ich nach Kanada und nach Kanada bringe ich ein Stück eines Baumes, das radioaktiv ist, aus dem Roten Wald. Wie geht sowas? Ich war im KIT Karlsruhe, das ist das ehemalige Kernforschungsinstitut, um zu gewährleisten, dass ich niemanden wirklich gefährde. Die sagten aber auch gleich, sowas kannst du eigentlich nicht machen, weil das sind Atomtransporten, das können nur Staaten machen, auch noch nicht mal Privatfirmen. Am besten, du erzählst keinem davon. Wir hatten dann noch die kanadische Nuklearbehörde eingeschaltet, egal wie dem halt ist. Jedenfalls tauche ich mit einem radioaktiven Baum im Rucksack in Kanada auf und hatte mir zu der damaligen Zeit geschworen, dass ich nicht lüge. Weil es schwierig, weil an der Grenze kommt wirklich ein Beamter, sagt, ob ich einen Baum dabei hätte, im Ernst. Und ich sage, ja. Aber dann sagt er, ich sehe Berlin, den hast du aus Berlin ins Flugzeug. Ich sage, ja, das stimmte nämlich, weil ich bin vom Bus von Kiew zurückgefahren nach Berlin und in Berlin ins Flugzeug. Also hatte ich nicht gelogen und der Baum stand auf. Wir hatten uns vorgenommen, den so nah wie es nur geht an der Börse in Montreal aufzubauen. Und da gibt es auch keine Genehmigung, ein Riesentruck besorgt, der ein Riesengestell baut, nur weil es so groß ist, damit es nicht auffällt. Ja? Damit niemand eine Frage stellt. Also liefen die Herren Banker, die waren ja auch sehr nett, vorbei und was ist das? Und sehr interessant, endlich mal was los hier, so etwa auf die Art. Und da hängt nun ein Teil des Baumes da drin und tickert leicht. In Kanada gibt es auch Uranminen und auch Arbeiter von diesen Uranminen kamen vorbei und sagten, I know what that is. Ich weiß, was das ist. Das ist Geigerzähler und so weiter. Ja, also haben wir jetzt, die Annahme ist nämlich, wenn man sowas wie Einsteins Formel nimmt, die Umsetzung von Materialismus in Energie oder andersrum, gibt es dabei eine Konstante und das ist die Lichtgeschwindigkeit, E mc². Was ist Licht? Licht ist Strahlung. Das heißt nämlich, wenn du die Formel anwendest, wird auf jeden Fall das Ergebnis Strahlung sein, auch wenn es Licht ist. Und es ist die einzige Konstante, die wir kennen, die Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat. Meine Annahme war herauszufinden, wenn man einen radioaktiven Baum aus Tschernobyl vor der Börse aufbaut, ob es irgendeine Art von Rückkopplung gibt. Nun, wir haben das Jahr 2008, wie gesagt, das Nukleare ist kein Problem mehr, das gibt es gar nicht, es gibt doch keine Atombunker mehr überhaupt, was mich damals echt beunruhigt hat, weil ich schon Kontakt mit Strahlung hatte und zu meinem Arzt ging und sagte, sag mal, was kann ich denn tun oder, das weiß ich doch nicht. Und es ist tatsächlich so, wir haben es jetzt ja gesehen bei der Flut in Nordrhein-Westfalen oder so, wie gut man vorbereitet ist. Der Wind, das Klima über unserem Kontinent würde, wenn in Frankreich was passiert, würde das zu uns kommen. Wenn bei uns was passiert, würde das Richtung Polen gehen. Jetzt nicht jeden Tag und immer, aber Frankreich hat zu 80% Atomenergie. Ich rede jetzt nur frei. Und also müssen doch eigentlich die Ärzte Bescheid wissen. Nee, tun sie nicht. Glaubt mir das. Ich habe dann natürlich auch Ärzte gegen Atomkrieg und die haben einen Nobelpreis gewonnen dann vor 3-4 Jahren. Gefragt, ja, kann das denn sein? Sagt, ja, kann sehr gut sein. Die wissen das nicht. Also viel Glück, du hast heute die Möglichkeit, guck im Internet, bilde dich weiter. Jedenfalls hier, wir bauen die Installation dann ab nach 4 Tagen und tatsächlich rutscht der Dow Jones damals zu der Rekordzahl von 777 Punkte. Darunter ist es nämlich Lehman Brothers, lösen den Crash 2008 aus. Und ich denke, interessant. Ja, weil ich wasche ja meine Hände in Unschuld. Ja, absolut.
war für mich sehr, ich möchte nicht kokettieren mit dem radioaktiven Nuklearen, wirklich, ich verstehe das nicht falsch, ich weiß, wie schrecklich, was das tun kann für Menschen und wie lange sich das vererbt. Und, aber ich hatte auch Angst zum Teil, aber ich habe trotzdem gespürt, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte und noch näher eigentlich ran möchte. Und ich war auch eine kurze Zeit lang strahlensüchtig. Das ist wirklich, ich habe nur andere kennengelernt, die das waren aus der Ukraine, dass sowas gibt. Du bist süchtig, weil du merkst diese Gegenwart dieser Strahlen und es steigt exponentiell an, wenn man sich dem nähert. Gut. Meine nächste Idee war, dem näher zu gehen, also jetzt verschwende ich verschwende ein Stück Gold und stelle daraus Nuclear Waste her. Also ich verschwende das Gold und ich beschütze das Gold, ich nehme es aus dem Kreislauf, indem ich es in den Reaktor lege, weil wenn das passiert, rein legal, darf dieses Gold nie wieder den Reaktor verlassen, außer es wird wieder aufbereitet oder entsorgt. Also würde der Reaktor würde eine Galerie werden, wenn du so möchtest, oder ein Museum auch, weil zu der Zeit, wann war das? 2012, es war nach Fukushima, war die Atomindustrie hier das Atominstitut in Wien. Wusstet ihr, dass neben dem Prater ein Atominstitut ist? Okay, weiß niemand. Wirklich nicht. Ich bin doch freudig in den Bus eingestiegen. Ich will zum Atominstitut. Das haben mich alle angeguckt. Das gibt es nicht so, aber war so. Ist ein Forschungsreaktor, ist harmlos. Das heißt, das Gold also wird aus dem Kreislauf genommen und durch diese Art Sonne, die blau strahlt. Warum blau? Weil die Neutronen durch das Wasser, was das abschirmt, schneller sind als das Licht. Deswegen verschiebt sich das Spektrum nach blau, heißt Cherenkov-Strahlung. Mit dieser Methode wird auch gemessen, wenn so Partikel in die Erdatmosphäre sinken. Zum Beispiel in Argentinien wird es gemessen. Das sind überhaupt sehr interessante Orte oder Paranal in der Atacama-Wüste da zu sein und diese Prozesse mit anzusehen. Nun, das Irrlicht, der Reaktor, man ließ das Gold in Ruhe. Überhaupt fand ich raus, dass Gold schon immer eine große Rolle gespielt hat in der Nuklearforschung, weil Rutherford das Elektron so entdeckte, weil Gold so dicht ist, dass das Elektron reflektierte. Und mit einem Stück Gold in dem Reaktor auch gemessen wird, wie toll der Brennstab, wie voll der noch ist, ist tatsächlich so. Also wurde nicht das Gold gekocht, sondern ich auf dem Reaktor. Das war der Effekt. Und ich dachte, meine Güte. Nun gut, wo geht das hin? Ihr seht, all diese Sachen benötigen eine Menge Energie. Also wie viel, du hast die Frage vorher auch gestellt, wie viel sind die Daten? Wenn ich den Trailer von dem Film Avatar auf YouTube gucke, wie groß müsste eigentlich der Berg Kohle sein, um diese Energie herzustellen? Bei 10 Millionen Views war er so hoch. Jetzt, wie kann man sowas, wie kann man, ja, und er steht am Fuß der Pyramide und ist eigentlich nichts Besonderes, nur in einem Jahr würde diese Pyramide 1400 Meter hoch sein, wenn man davon ausgeht, dass die ganze Energie des Internets durch Kohle, Braunkohle hergestellt wird. Und das da oben ist eigentlich ein Live-Ticker, der läuft auch seit 12 Jahren. Wie kommt man denn an solche Daten ran? Es gibt eine Person, der heißt Jonathan Kumi, die einzige Person, die auf der Welt auf etwa 200 Mails überhaupt geantwortet hat zu dem Thema damals. Und er war der, für die amerikanische Regierung solche Berechnungen anstellte, weil es gab im Silicon Valley ein Blackout. Und die wollten wissen, hat Online-Advertising Silicon Valley mit diesem Blackout zu tun, ja oder nein? Brauchen wir mehr Power? Powerplants, Kraftanlagen, Kraftwerke, ja oder nein und welche Art? Inzwischen ist das Thema bekannt, auch beim Deutschen Umweltbundesamt. Es wird inzwischen bearbeitet. Es hat das etwas schreckliche Wort Dekarbonisierung, weil wir sind auch aus Carbon. Das nächste habt ihr auch schon gehört. Bitcoin hatten wir in München gezeigt vor ein paar Jahren. Diese Fläche, die ihr gerade gesehen habt, das sind drei Kohle. Das ist die Menge, die damals für eine einzige Transmission praktisch wegging. Und jetzt kommen alle Dinge wundervoll zusammen. Das Binärsystem,
nur die Eins und Nullen hier spielen gar keine Rolle mehr, wie bei Leibniz. Es sind einfach Dekor. Und das Malteserkreuz. Das fand ich eine sehr interessante Entwicklung, habe ich auch sehr genau beobachtet. Ich bin auch nicht neidisch, wenn jemand sehr viel Geld verdient. Es ist nämlich dadurch, hast du die Freiheit im Prinzip, etwas sehr Tolles damit anzustellen auch. Das darf man ja nicht vergessen. Aber die Energie ist so gigantisch, das wird nicht so weitergehen. Hier seht ihr nur als Information den Flugverkehr während Corona. Das sind, ich mache sehr gerne Langkarten und Weltkarten, weil die Welt sehr schön ist. Und in dieser Darstellung ist sie von Buckminster Fuller, vor etwa aus dem Zweiten Weltkrieg. Das wird so nicht weitergehen, weil aus ökologischen oder aus ökonomischen Gründen, was eigentlich genau dasselbe ist seit heute, das nicht so weitergeht und ein Datenoblivion, ein großes Vergessen kommen wird, in dem Millionen Menschen ihre Identität, Online-Identität verlieren. Und die Frage ist, was denn sonst noch da übrig ist. Hier ist eine Arbeit, die sich mit Daten beschäftigt. Würdest du bitte den Ton reinmachen? Es gibt ein privates Citizen Science. In Labs, wie auch hier in Chemnitz, Maker Labs, werden Sensoren gebaut. Übrigens wurde inspiriert nach Fukushima, fing das MIT an, kleine radioaktive Messstellen zu bauen, die dann $50 kosten und nicht 50.000 oder 5.000, um praktisch anzufangen, die Datenhoheit zurückzugewinnen, die Souveränität, Berechnungen anzustellen, auch sowieso, glaubt ihr denn den offiziellen Zahlen oder hast du eigene Daten? Kennst du deine Gesundheitsdaten oder kennt nur der Arzt die und so weiter? Wenn du es schon die Möglichkeit hast, warum nicht? Das ist praktisch ein privates Netzwerk, was Luftdaten, Umweltbelastung durch Verkehr in Stuttgart, wer in Stuttgart war, weiß warum, wer in Stuttgart geboren wird, weil es stinkt da wirklich. Ich bin auch Zeit in Stuttgart gewesen. Das ist eine VR-Arbeit, in der du live sehen kannst, wie viele Partikel da sind. Es ist eigentlich psychedelisch. Und wir werden jetzt das zeigen in einem Planetarium, um das zu vergrößern praktisch und zu sehen. Das ist eine Möglichkeit, die Menschen auf Dinge vorzubereiten oder daran zu gewöhnen, die kommen werden. Mache ich hier gerade auch gerade. Und ja. War in der Kirche in Stuttgart, weil das ist die aktuelle Glaubensfrage, Daten. Weil, wie hieß es, Staub bist du und zu Staub wirst du wieder werden. Es ist jetzt Staub bist du und zu Daten wirst du werden. Oder Plattform for monitoring, experiencing and communicating environmental data as meaningful information. Many of us will produce, curate and consume such data in the very near future, promoting democratic benefits such as education, transparency and civic engagement. Wir können neue Erfindungen machen, ganz schnell. Wir können auch eine ganz einfache Erfindung, zum Beispiel, wenn das jetzt jemand für als sehr wichtig betrachtet, die Rückführung von Daten in Natur. Alles möglich, weil in Amerika wird das schon gemacht. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, neue Patente für neue Arten von Pflanzen zu generieren. Auch Pflanzen, die jetzt überleben. Ich habe ja auch gehört, in Brandenburg sterben ja auch die Bäume, weil sie diese Peaks vom Winter, von kalt nach warm nicht mehr überleben. All diese Dinge, die kommen auf uns zu, wir stellen uns denen und man kann dem auch kreativ begegnen und mit forschungsfrohem Mut, wirklich. Das ist eigentlich das Ende der Reise, als das Gold ankam auf der neuen Welt. War eigentlich klar, welche Personen die Reichsten der Welt werden würden. Es ist in der Sache schon eingekapselt, genau wie das Leben hier eingeschlossen in Fullerene mit Edelgasen. Hier landet er mit Carbon,
Und wenn sich das entfaltet, gleichzeitig ein Blueprint für DNA, also wundervoll komplexe Vorgänge in der Natur auch. Lasst uns diesen Fragen stellen. Es ist nicht alles lustig, weil im Prinzip das Enttäuschende an Daten ist eigentlich, dass wir schrecklich berechenbar sind. Und eigentlich ist eine Täuschung darin auch verbirgt. Ich danke euch für eure Geduld. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Information. Aber es ist so, dass heute Information Realität schafft. Danke. Michael, du darfst gerne noch kurz vorne bleiben. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank für diese großartige Reise durch das Datenmeer, auch ein historisches Datenmeer. Und wir haben jetzt auch kurz die Zeit oder die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Michael. Und ich habe auch ein paar und vor allem habe ich mein Handy da, um zu gucken, ob es Fragen im digitalen Raum gibt, also genau über den Chat. Moment. Und ich glaube, ich gebe dir einfach mal dieses Mikrofon. Mhm. Dann, danke. Falls schon jemand eine Frage im Raum hat, die brennt, gerne strecken. Ansonsten fange ich auch gerne mit einer Frage an. Genau, also vielen, vielen Dank, Michael, dass du die Daten als Glaubensfrage nochmal sozusagen thematisiert hast. Und was ich daran ganz schön fand, war, dass du nicht in die Schiene gegangen bist, Glaubensfrage Fake News, also glauben wir dem Inhalt der Daten oder nicht, sondern du hast das quasi wirklich auf so eine eben auf einer spirituellen Ebene aufgemacht. Und was ich da auch spannend fand in dem Film, den du gezeigt hast, war ja, dass für Leibniz in diesem Moment, wo er quasi die Grundlage der Daten erkannt hat, also geschaffen hat, das Binärsystem, das war ja für ihn wie so eine göttliche Offenbarung. Und man hört ja viel von Mathematikern, Mathematikerinnen, da bin ich sehr neidisch, weil das hatte ich nie, dass man so versunken ist irgendwie in dieser Mathematik, dass man wirklich so in so spirituelle Ebenen vordringt. Ich bin nie dahin vorgedrungen, just by the way. Und meine Frage an dich wäre, als Künstler, hattest du so schon mal Momente, wo du so komplett in so einer Datenwelt eingetaucht warst, dass du so einen spirituellen Moment erlebt hast oder sowas hattest? Ja? Was war das für ein Moment? Darf man das erzählen? Ja, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4. Ist es an? Ja. Es ist zum Beispiel so, dass schon so um die 90er Jahre, 93, uns eigentlich klar war, dass das Digitale einen naiven Handwerksbegriff lang verlassen hatte. Also ich benutze das wie ein Hammer oder ein Pinsel. Ich war eigentlich Maler, aber jetzt male ich mit Daten, weil es war damals schon ein Medium. Mhm. Ein Medium ist, der Unterschied ist, weil es manipuliert dich. Du brauchst es mehr, als es dich inzwischen braucht. Und damals, klar, dann auch vielleicht durch, weil wir so viel damit zu tun hatten, da gab es kein Screen und nicht die Welt hier und da drüben, das war einfach durchsichtig. Mhm. Das war auch kein Drogenerlebnis, es war einfach ein kontemplatives Erlebnis. Mhm. Voll schön. Ja, so. Und die Zukunft kommt ja immer in solchen Momenten oder Bildern und sagt, oh. Ja, oder wenn der Computer die Wünsche erfüllt, mhm, die du nicht hinkriegst, weil du zu schlecht bist als Programmierer oder zu langsam als Mensch. Und zwar ein Tunnel in Frankfurter Flughafen aus Licht gebaut. Das war damals die größte Lichtinstallation der Welt. Das sage ich, weil der Flughafen brannte in Düsseldorf und die Auflagen für Frankfurt wurden grandios schwierig. Also es musste, okay, die Feuerwehr durchbricht alle Leitungen. Leitungen, Sprache, Flugansagen. Es gab eine Hierarchie von Radarschutz gegen Feuerwehr, gegen Brandauflagen und der Tunnel. Ich wollte den eigentlich viel komplexer mit Licht
machen. Schaffte es aber nicht, weil immer 7 Lampen in einer Gruppe waren und ich eigentlich mehr Details gehabt hätte. Aber die Lampen gingen kaputt von alleine, waren damals RGB und der Computer stellte das automatisch für uns her. Und ich fand das wundervoll, weil wir hatten es nicht geschafft. Also es gibt auch so eine Gegenreaktion sozusagen. Oder also vielleicht so eine Deus Ex Machina Figur in dem spezifischen Moment. Könnte man so sehen. Und sag mal, ich fand auch das Handhaben mit Gold fand ich total spannend. Also Gold auch als Material, weil es zum einen datengebunden ist. Sehr schwer. Und aber eben auch dadurch so was Spirituelles eigentlich auch hat, weil es auch so was Ewiges ist. Habe ich das richtig gesehen, dass du diese Platine eingravieren hattest lassen? Oder was hattest du da drauf graviert? Nein, das ist der Reinheitsgrad des Goldes. Also es ist nur zu einem Teil von 1000 ist er unreinigt oder Fremdmaterial. Das heißt Feingold. Ah ja, okay. Es gibt auch andere. Gold überhaupt hat Gold sehr viel mit Radioaktivität zu tun, weil es gibt 14 Isotope von Gold. Und nur eines, das, was du am Ring hast, ist stabil. Alle anderen sind radioaktiv. Mhm. Die Russen fanden 1954, dass das Graphit aus ihrem Reaktor sich in Gold verwandelt hatte. In radioaktives Gold. Und es gäbe heute synthetisch die Möglichkeit, Gold herzustellen. Zum Beispiel in CERN, aber allerdings bräuchtest du das Problem ist, du bräuchtest Platin als Ausgangsstoff und das ist schon teurer soweit als Gold. Also, und die Deutschen hatten die Idee, das meiste Gold der Welt findest du wo? Im Ozean. Mhm. Die Deutschen hatten am Ersten Weltkrieg die Idee und auch ein Forschungsprojekt, das Gold aus dem Meer zu filtern, um die Reparationskosten für den Ersten Weltkrieg zu bezahlen. Das war aber so verdünnt, dass es sich auch nicht lohnt vom Aufwand, der Energie und so weiter, was du bräuchtest, um das rauszuholen. Es ist auch ganz gut, dass es im Meer ist, wenn man so will. Also super spannend. Wir schlagen gerade einen historischen Bogen hin zu den Alchemisten und dieser mystischen Geschichte drumherum. Data Oblivion, noch so eine Frage, Michael. Also das große Vergessen der Daten. Hättest du denn Angst, gelöscht zu werden oder würdest du dich eher über sowas darüber freuen, wenn du gelöscht würdest und datenmäßig nicht mehr existieren würdest? Das ist eine temporäre Frage, weil irgendwann wird es so oder so wirklich gelöscht. Mhm. Und, weil ich werde öfters versucht, mich zu löschen, egal in welcher Form. Ja, ist so. Also nicht jetzt mit Daten nur, auch Personen, weil du bist ja selbst auch ein Kontinuum aus Energie und Materie. Und zum Beispiel das Interessante ist an einem Ort wie Tschernobyl ist, dass du schon merkst, dass die Welt aus Probabilität, aus Wahrscheinlichkeiten besteht. Und wenn du reinkommst, so ein Bild hast, Sperrgitter, weiß-rot, Gewehre, gefährlich. Aber wenn du drin warst, weißt du natürlich, dass das, was da drin ist, überall ist. Das ist einfach nur eine Inszenierung. Mhm. Und wenn du 100 Meter links lang gehst, dann ist ein Loch im Zaun und so weiter. Und ich glaube, so ist es überall auf der ganzen Welt. Ich habe gleich noch eine letzte Frage. Hat jemand aber eine Frage im Raum? Yes, Sabine. Lucia, du brauchst ein Mikrofon. Und kurze Notiz an Jimmy. Ich glaube, ich brauche dich gleich nochmal, falls Jimmy hier im Raum noch ist. Okay, ich würde gerne noch mal nachhaken. Und zwar hattest du ja davon gesprochen, dass es so nicht weitergehen wird. Mhm. Und da wollte ich jetzt gerne von dir wissen, was du damit gemeint hast. Es hat sich mir nicht ganz erschlossen, also beziehungsweise deine Prognose, was du damit sagen wolltest. Und genau, vielleicht findest du ein Bild, dass ich es noch mal verstehe. Wie gesagt, das Stichwort ist ökologisch-ökonomisch. Sobald das Gleiche ist, und das glaube ich, ist jetzt so, haben wir jetzt festgestellt, ab da werden die Gedanken anders werden. Und dann kannst du, China hat Bitcoin jetzt, wenn ich mich nicht irre, verboten. Das Mining jedenfalls davon, weil das hauptsächlich auch, bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist, in der Mongolei gemacht wurde. Und der Dreck ist da ja auch gut aufgehoben, so in Anführungsstrichen. War bei uns auch so, weil Gorleben war genau an der Zonengrenze. Also ist so ein solche Prozesse. Das heißt, ich weiß nicht genau, was passieren wird, aber ich habe ein sehr starkes Gefühl, oder dass auch sowas wie YouTube nicht ewig genauso auf der Art weitergehen wird. Und dass dann praktisch, da wird es alle Identitäten bilden, vor allem die jüngeren Menschen, diese Art, auch der Selbstdarstellung, ich kritisiere das gar nicht, aber sobald das weg ist oder
nur durch hohe Kosten für die Person noch aufrecht erhalten werden kann, dann ist es weg. Dann verlieren die Menschenmengen ihre kulturelle Identität, weil sie ist inzwischen ausgelagert. Sie lebt nicht mehr hier, sondern auch noch da. Und das ist, damit bist du sehr manipulierbar als Mensch, sehr fragil. Naja, was an deinem Vortrag ja auch noch spannend war, war, dass du uns daran erinnert hast, dass Daten nicht wirklich unsichtbar sind, sondern dass Daten eben noch eine sehr materielle Komponente haben und dass die einfach unentrinnbar verwickelt sind mit den klimatischen Bedingungen, in denen wir uns gerade befinden und worauf wir da hinsteuern ist. Okay, die neue Formel heißt, entwickelt heißt Death by Data. Es ist so, dass diese Pyramide seit 10 Jahren sind 2,5 Millionen Menschen weltweit frühzeitig an Daten gestorben, heißt durch die Erzeugung, durch den Strom. Man kann es ja ganz einfach ausrechnen. Wie viel Strom brauchen die Daten? Etwa 5% oder manche sagen 10%. Sei konservativ, ich sage 5%. Und es gibt ja Statistiken, die sagen, durch Stromgewinnung sterben so und so viele Menschen weltweit jährlich. Und dann kannst du das ganz einfach rückrechnen. Das Interessante ist auch, Moore's Law ist schon lange ausgegangen, dieses Verdoppeln pro Jahr. Und jetzt heißt es Cumis Law, genau die Person, die zusammen damals die einzige Person, die sich auskannte, wie viel Strom verbraucht das Internet, heißt jetzt Cumis Law, und zwar nennen wir das Energiedichte umgerechnet in Heizwert. Es ist ein deutsches Wort, Heizwert, aber es ist genau das, was es beschreibt, wie das gemacht wird. Also ein Feuer, es ist ein Feuer, was da brennt. Okay, und bevor wir vom Spirituellen ins Apokalyptische rüberkippen, habe ich noch eine letzte Frage für dich, wenn es okay ist mit dem Raum, sonst gerne strecken, genau. Also mit eine Leitfrage vom Symposium und auch von der Biennale ist ja, welche Erfahrungen und Fähigkeiten benötigen wir Menschen als datenkompetente Individuen im 21. Jahrhundert. Was würdest du denn sagen, was müssen wir wissen, um eben souverän mit unseren Daten umzugehen? Was würdest du sagen? Die Geldgeschichte, die Hoheit darüber, als auch, ja, Herr Marx, danke, und dann die Souveränität, wie diese Makers Lab, das wieder selber. Ich mache die Daten, ich analysiere sie auch und ich bin meine Hoheit. Ich bin wieder die Souveränität, das zu bestimmen. Weil die Souveränität haben wir ja verloren. Was bedeutet es überhaupt, souverän zu sein? Als souveräner Mensch konnte ich jemanden zu Duell auffordern, wenn es nach bestimmten Regeln abläuft. Das ist Souveränität. Wurde durch, unterbrecht mich, wenn das nicht stimmt, aber wurde durch den Bürger ersetzt. Und was ist ein Bürger? Im Friedensfall birgt er mit seinem Geld, im Kriegsfall mit seinem Leben. Das ist der Deal. Die Souveränität wurde lange abgeschafft, weil dann darfst du eigentlich bestimmen. Und weil das jetzt im Brand ist, in der Glaubensfrage um die Daten, ist da der interessante Punkt. Und die jungen Menschen, klar, warum nur konsumieren? Stell die eigenen Daten her. Und ja, weil sie können einfach lügen, diese Daten, auch wenn es nicht beabsichtigt ist oder... Also Wissen als Hoheit und Wissen, wie die Strukturen funktionieren und seine eigenen Daten bewusst machen, ja? Ja. Okay, vielen Dank, lieber Michael. Danke. Ein Applaus, gerne. Danke.